Eine Nacht im Oktober, irgendwo in der Provinz Castellón nördlich von Valencia. Die Stille der Nacht wird erfüllt vom Gesang und Geschrei eines Schwarms Drosseln. Eigentlich unmöglich. Wir folgen dem Gesang und kommen zu einem Zaun. Dahinter kann man nur die Umrisse von Bäumen erkennen, aufwendig beschnitten. Von innen hören wir hektisches Flügelschlagen und panische Vogelrufe. Wir befinden uns mitten in einer Fanganlage für Singvögel, einem sogenannten Parani. Der Boden ist übersät mit gefangenen Vögeln. Auch sie wurden von dem lauten Gesang des elektronischen Lockgerätes angelockt und landeten auf klebrigen Leimruten. Verzweifelt versuchen sie, wieder freizukommen. Einige sind bereits tot. Sie wurden erschlagen. Der Wilderer hat bereits seine Runde gedreht. Wir entschließen uns, die Polizei zu rufen. Sí, buenas noches. Les llamo en nombre de la Asociación para la Protección de las Aves. Queríamos señalar un parani cazando en la zona de Almazora. Me han dado su número de teléfono. En la zona de Almazora, cerca de la playa de las Torres. Sí, sí, hemos llamado al 112. Nos dijeron que no podía enviar a nadie porque era solo para llamar la patrulla. Si le llama, por favor, avise que estamos llegando también nosotros. Perfecto, muy amable, gracias. Hasta luego. Han dicho que llama la patrulla. ¿Y dónde está? Entonces, otra llamada a las 21:38. ¿Puede escribir? 21:38, solicitamos otra vez la llegada de la patrulla de la policía. Der Morgen graut und die Polizei ist wie erwartet nicht erschienen. Seit 2 Jahren setzen wir alles daran, sie zum Handeln zu bewegen. Doch die örtlichen Behörden unternehmen kaum etwas gegen diese riesigen, weithin sichtbaren illegalen Anlagen, die überall zwischen Valencia und Katalonien in der Landschaft stehen. Im Jahr 2002 verbot der Europäische Gerichtshof die Parani, weil sie unselektiv und in großen Mengen fangen. Trotzdem haben lokale Naturschützer im Jahr 2012 immer noch fast 2000 dieser Fanganlagen gezählt und die Hälfte davon war in Betrieb. Zur Anzeige gebracht hat die zuständige Jagdaufsicht lediglich 90. Unglaublich, wenn man bedenkt, wie einfach die Parani zu finden sind. Auch die Polizei hat kein Interesse, selbst was zu unternehmen. Auch wenn sie gerufen wird, passiert in der Regel nichts. Jagdaufseher, die etwas gegen den Vogelfang unternehmen wollen, werden von ihren Vorgesetzten behindert oder indirekt für ihr Engagement bestraft. Einsätze in der Nacht, wenn die Parani aktiv sind, sind ihnen nicht erlaubt. Die Behörden in Valencia tun offenbar alles dafür, die Vogelfänger vor effektiven Kontrollen zu schützen. Anstatt dem Gesetz Geltung zu verschaffen, versuchen sie, Genehmigungen für den von ihnen zum Kulturgut erklärten Vogelfang zu erwirken. Sie veranstalten Kurse für junge Vogelfänger und fördern fragwürdige Studien zur angeblich selektiven Wirkung von Leim. Alles wird getan, um diese barbarische Jagdform in ein möglichst romantisches Licht zu stellen. Zurück zur Realität. Jedes Jahr werden neue Parani gebaut, ausgerüstet mit modernsten elektronischen Rufanlagen, mit denen noch mehr Vögel gefangen werden können. Zehntausende Vögel, darunter Drosseln und geschützte Arten, sterben jede Nacht. Der künstliche Vogelheim tötet effektiv und leise. Es ist ein grausames, ein stilles Massaker im Mondlicht. Wir entschließen uns, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Irgendeiner muss ja was machen und deshalb lautet unser Ziel heute Nacht, so viele Vögel wie möglich befreien. Thank you.
paar Stunden sind wir fertig. 43 Vögel konnten gerettet werden. Einige sind verletzt oder haben ihre Schwungfedern komplett verloren. Am nächsten Morgen. Jetzt müssen wir die Vögel reinigen. Der Klebstoff hat ihr Gefieder zerstört. Viele werden nicht vor der nächsten Mauser fliegen können. Wir wollen versuchen, zumindest einige von ihnen mit Seife, Alkohol und heißem Wasser zu retten. Während eine Gruppe die Vögel säubert, baut eine andere die Leimruten in der Fanganlage ab. Eine nach der anderen. Und auch die illegal gehaltenen Lockvögel werden befreit. Auch von den in der Nacht geretteten Vögeln können einige freigelassen werden. Sie haben Glück gehabt, aber Zehntausende andere werden sterben. Morgen, übermorgen und danach. Opfer von Wilderern, die von den Behörden beschützt werden und unser gemeinsames Naturerbe, die Zugvögel, zerstören.